Wann gibt dir ein 3D-Röntgenbild in der Zahnmedizin einen echten Nutzen? Wo liegen die Vorteile einer 3D-Röntgenaufnahme im Vergleich zu einer 2D-klassischen Röntgenaufnahme? Was sind die speziellen und die individuellen besten Einsatzfelder im Bereich der Zahnmedizin im Jahr 2021? Wie sieht es mit der Strahlenbelastung aus? Und wie mit deiner Investition? Wenn dich dieses Thema interessiert, bleib gerne dran bei dieser neuen Folge von Der Zahnfilm. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von der Zahnfilm. Heute, wie ich finde, mit einem wirklich spannenden Thema, denn wir wollen dir erklären, was ein 3D-Röntgenbild, ein DVT-Röntgenbild so besonders macht und was es zu dem echten Gewinn für deine Gesundheit machen kann, um hier ja auch einfach voranzukommen und eine bestmögliche Behandlung für dich wirklich einzuleiten. Bevor wir richtig starten mit dem 3D, möchte ich dir einmal kurz erklären, wie eine Röntgenaufnahme in 2D klassisch funktioniert, weil dann können wir uns auch viel besser vorstellen, wie es im 3D dann umsetzbar ist. Wir haben also grundsätzlich immer ein Röntgenobjekt. Ich habe mal hier ein kleines Schaumodell genommen von den Zähnen. Dann haben wir einen Röntgensensor, also im Prinzip einen Sender. Da kommen die Röntgenstrahlen also her, hier mal als kleine Maus dargestellt. Und dann mein Smartphone stellt einmal den Röntgenempfänger vor, dar. Der ist normalerweise früher immer ein Zahnfilm gewesen, daher auch übrigens der Name dieses Videoformats. Und ja, seit vielen Jahren, wir in unserer Praxis hier röntgen schon immer mit Digitalsensoren, was natürlich den Riesenvorteil hat, dass diese einfach immer sensitiver werden, sensibler und die Strahlenbelastung, die einfach hier aus diesem Sender herauskommen muss, um diesen Sender, um diesen Empfänger, um diesen Digitalsensor zu belichten, einfach immer geringer ausfallen kann. Und wenn nun diese Strahlung hier aus diesem Sender herauskommt, dann trifft sie ja auf die Zähne und auf das Zahnfleisch und auf den Zahnknochen. Und diese drei Gewebe an und für sich sind schon mal unterschiedlich röntgendurchlässig. Und das bedeutet, dass die Röntgenstrahlung, die dahin durchtritt, dann auch auf dem Zahnfilm, also auf dem Sensor, eine unterschiedliche Belichtung auslöst. Und die Belichtung ist stärker, natürlich je mehr röntgendurchlässig die Gewebe sind. Das bedeutet, wenn wir hier vorbei röntgen, würde der Zahnfilm komplett geschwärzt werden. Wenn wir hier röntgen, dann natürlich eben entsprechend weniger. Und so ist es eben auch mit Entzündungen. Entzündungen lösen halt den Knochen auf. Das Ganze ist wesentlich röntgendurchlässiger, röntgenstrahlendurchlässiger als gesunder Knochen. Zähne sind richtig stark röntgenempfindsam und noch viel mehr natürlich Metalle. Deswegen erscheinen die im Röntgenbild auch immer weiß. Zum Beispiel eine Krone oder wer noch hat, eben Amalgamfüllung. Ja, und so entsteht eben dann hier das Röntgenbild. Und beim 3D-Röntgenbild ist es eben so, dass wir einen Sender haben, der hier rundherum fährt. Das gucken wir uns auch gleich mal in diesem Imaging an. Und der belichtet deinen Kiefer eben von allen Seiten und erstellt dann anhand dieser ganz sensitiven Aufnahme im 3D-Format über spezielle Würfel, also 3D-Empfänger, dargestellte sogenannte Voxel, dieses 3D-Bild. Und damit sind wir in der Lage, in ganz verschiedenen Schnitten entsprechend auch alle Richtungen, alle Akzente, alle Positionen deines Kiefers und deiner Zähne zu checken. So, und was macht diese extrem innovative 3D-Röntgentechnik jetzt, als DVT genannt übrigens, so speziell, so innovativ und so fortschrittlich für dich als Patient? Wir können hier deine Behandlung extrem sicher gestalten. Zum Beispiel bei der Entfernung von Weisheitszähnen können wir genau sehen, ob dein Zahnnerv hier im Bereich der Wurzelspitzen entlang läuft oder eben weit davon entfernt liegt. Es kann nämlich sein, dass wir im Röntgenbild beispielsweise sehen, mein Finger imitiert mal diesen Zahnnerv, ich versuche das mal hier reinzulegen, dass dieser jetzt hier verläuft. Und das kann bedeuten, dass er in 3D-Position eben genau hier verläuft, also hier, oder ich mache es mal mit den Fingern, also er kann hier verlaufen, zwischen den Wurzeln, aber er kann auch hier verlaufen.
Und das kann natürlich ein Riesenunterschied sein, wenn man jetzt einen Weisheitszahn entfernen will, wo man auf dem 2D-Röntgenbild nur feststellt, dass der Zahnnerv sehr nah an den Wurzeln liegt. So können wir die individuelle OP-Ausrichtung oder zum Beispiel eine schonende Trennung der Zahnwurzeln vornehmen, um mit speziellen Ultraschallinstrumenten diese Zahnwurzeln ganz schonend entfernen. Während wir, wenn wir sicher gehen können, dass der Zahnnerv wirklich daneben liegt, wir ganz klassisch die Weisheitszahnentfernung vornehmen können und somit auch recht sicher sein können, dass dein Zahnnerv unverletzt bleibt. Weitere ganz wichtige diagnostische Maßnahme aus unserer Sicht ist 3D-Röntgentechnik im Bereich der Sofortimplantation und bei großen Implantatfällen und bei sehr anspruchsvollen Implantationen im Kiefer. So ist wirklich sehr sicher zu klären, wie ist der medizinische Aufwand, wie ist der finanzielle Aufwand der OP. Deine OP wird wesentlich sicherer und schneller verlaufen. Die Arbeit hat der Chirurg vor der OP zu machen. Er kennt deinen Kieferknochen, er ist definitiv vollkommen im Klaren, ist da ein Knochendefekt. Wie viel Kubik Aufbau an Knochen habe ich zum Beispiel zu gewährleisten? Kann ich das lokal managen? Brauche ich ein zweites OP-Röntgenbild? Brauche ich ein zweites OP-Gebiet? Oder benötige ich gegebenenfalls sogar noch ein zusätzliches Tool, einen zusätzlichen Knochenblock aus einem anderen Bereich? Muss ich vielleicht sogar zweizeitig operieren? All diese Sachen lassen sich so sicher vorhersagen und wir fangen dann nicht an, machen den Schnitt und gucken und sehen dann erst, ei, das sah wesentlich dicker aus durch das verdickte Zahnfleisch und jetzt haben wir noch nur noch ein hauchdünnes, eine hauchdünne Knochenlamelle da und das Implantieren ist nahezu grenzwertigst oder nicht möglich an dieser OP. Das ist eine Sache, die absolut vermeidbar ist und die sollte in 2021 auch nicht mehr auftreten. Dafür ist diese 3D-Röntgentechnik da. Genauso ist sie dafür da, dass wir eben bei großen Implantatfällen gerade da sicher gehen, dass wir in Lokalanästhesie operieren können, also den großen Aufwand einer Vollnarkose und das riesengroße Risiko einer Vollnarkose minimieren oder wegnehmen. Lokalanästhesie, gut und gerne 6 bis 8 Implantate in einer Sitzung, innerhalb von 2 Stunden gut handelbar, auch mit Knochenaufbau. Und dadurch eben, dass wir eben diese präzise Vordiagnostik haben, gegebenenfalls auch navigiert gestützt implantieren können. Eine absolut innovative Geschichte ist auch die Diagnostik mit 3D im Bereich der Wurzelspitzen. Und hier haben wir schon in den letzten Monaten auch wieder viele Fälle erlebt, wo Patienten mit Beschwerden an den Zähnen kamen, auch mit alten Röntgenbildern da waren und wir dann auch noch mal ein Röntgenbild gemacht haben, also ein 2D, so wie wir es uns eben angeschaut haben, und die Röntgenbilder an und für sich gut aussahen. Und wir dann gesagt haben, okay, wenn der Zahn Probleme macht, objektiv ist es schwer zu sagen, dann können wir ein 3D-Röntgenbild anbieten und dann genau schauen, wie es um die Wurzelspitzen herum aussieht. Und dann ist wirklich fast immer auch zu sehen für den Patienten, ist diese Entzündung da an einer oder zwei Wurzelspitzen und dann ist sie auch nicht wegzudiskutieren. Und wir können dann einfach objektiv entscheiden, was machen wir jetzt und haben nicht einfach nur so ein großes Fragezeichen wie noch vor 10, 20 Jahren und überlegen, ob wir nochmal mit einem Antibiotikum arbeiten oder das Ganze nochmal aufschieben, weil jede chronische Entzündung ist eine Belastung deines Immunsystems. Das muss dir einfach klar sein. Und wenn du dann rangehst und sagst, chronische Entzündungen müssen raus aus dem Körper, dann ist es einfach wichtig, dass die auch effektiv behandelt werden. Dann sollte der Zahn gezogen werden, dann kann ein Implantat gesetzt werden. Okay, man kann darüber diskutieren, ob man eine Wurzelspitzenresektion machen lässt. Wir sind da sehr groß Verfechter einer entweder professionellen Wurzelbehandlung, einer sogenannten Revision, also eine Erneuerung der alten Wurzelbehandlung und die muss absolut perfekt laufen. Nur dann, wenn dein Immunsystem super drauf ist und diese Behandlung absolut perfekt läuft, also mit allem drum und dran, hat es überhaupt die Chance, dass sowas aushält. Und wenn es nicht aushält, wird dir die Wurzelspitzenresektion wahrscheinlich auch nur ganz vorübergehend helfen. Und der Aufwand dafür und deine Gesamtbelastung für diese OP ist riesengroß. Der nächste Nachteil, du nimmst dann noch Knochen weg. Du lässt noch Knochen wegnehmen von deinem Kieferknochen, wo du vielleicht später mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar ein Implantat brauchst und dann wieder den Aufwand bezahlst und den chirurgischen Eingriff machen lassen musst, den Knochen da wieder ranzukriegen. Das ist absolut destruktiv. Das ist absolut nicht im Sinne einer modernen Zahnheilkunde mehr. Und das sollte man hier auch sogar formulieren. Ja.
Weitere Geschichten, wo 3D-Röntgen gut zum Einsatz kommen kann, ist natürlich bei Frakturen. Also sowohl bei Kieferfrakturen wie auch bei Zahnfrakturen und auch sogar bei frakturierten Instrumenten im Kieferknochen oder im Zahn. Hier kann man genau lokalisieren, was wirklich los ist, wie groß der Aufwand sein wird, wie man rangeht, wo man rangeht. Und dadurch werden die OPs wirklich super einfach. Wir gehen ganz schonend ran, da braucht sich kein Patient mehr Gedanken machen. Wir wissen bei großen Zysten, wenn wir eine Biopsie nehmen wollen, um herauszufinden, ob es ein Tumor ist oder ob es nur eine klassische Entzündung ist, auch wenn die sehr groß oder sogar seitengleich auftritt, dass wir dort rangehen, wo wir fast null Knochen wegnehmen müssen, um eine kurze Biopsie zu machen, das zur Histologieuntersuchung zu schicken und dann herauszufinden, klassische Entzündung, ganz klassisches Vorgehen möglich. Oder eben, Achtung, Überweisung in die Kieferchirurgie und damit ein besonderes Prozedere. Aber selbst dann ist eben der perfekte, der saubere medizinische Ablauf gewährleistet. Ja, lieber Zuschauer, ich freue mich, dass du auch heute wieder bei uns dabei bist und ich hoffe, du nimmst ein gewisses Learning mit. Du teilst diese Informationen, du kannst darüber sprechen, du kannst viel kompetenter in deine Zahnarztpraxis gehen. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich über ein Like. Diese Videos aufzunehmen ist ein gewisser Aufwand. Wir machen das mit viel Freude und Enthusiasmus. Wir wollen dir dabei helfen, gesünder zu werden und abonniere gerne diesen Kanal und teile es mit allen anderen, wo du denkst, sie können auch davon profitieren. Vielen Dank. So, natürlich ist immer auch die spannende und auch berechtigte Frage, wie viel Strahlenbelastung hat denn eigentlich so ein 3D-Röntgenbild, so ein DVT-Bild? Wir vergleichen das mal mit einem CT-Röntgenbild. Ein CT-Röntgenbild ist ein klassisches 3D-Röntgenbild im Bereich der Medizin, der großen Medizin und hier auch schon sehr lange auf dem Markt, wohingegen das DVT eben wesentlich sensitiver im Bereich der Kieferknochen ist. Und begrenzt auf den Ober- und Unterkiefer, da die Röntgenaufnahme dargestellt wird. Und wir gehen mal so davon aus, dass Röntgenstrahlung in Sievert gemessen wird. Das ist so, dass wir eine Grundstrahlung, also als Menschen hier auf diesem Planeten von ungefähr 2100 Mikrosievert pro Jahr ausgesetzt sind. Und ein DVT hat wiederum eine Strahlung von 50 bis 150 Mikrosievert. Und das entspricht ungefähr einem Hin- und Rückflug nach New York. Also wenn man davon ausgeht, dass jetzt Piloten, die sowas regelmäßig machen, ja, 100 bis 150 Mal im Jahr diese Strecke fliegen, vielleicht sogar noch öfter, dann ist es eine absolut medizinisch vertretbare Sache, die auch im Rahmen steht. Und die Piloten machen das ja auch über viele Jahre und davon erkrankt auch so gut wie keiner an Krebs. Zumindest ist es nicht in breiter Masse bekannt. Also kann man davon ausgehen, dass es hier eine super Geschichte ist und du dich gerne auch verantwortungsbewusst natürlich diesem Röntgen aussetzen darfst. Was auf jeden Fall vorher zu klären ist und auch gesagt werden sollte, weil manchmal speziell bei Neupatienten die Frage entsteht, warum macht ihr eigentlich erst ein 2D-Röntgenbild, ein sogenanntes Orthopantomogramm? Hier fährt ja auch das Gerät einmal um den Kopf herum. 2D-Röntgenbilder sind normalerweise die Grundbasis, die Basisdiagnostik, um überhaupt die Indikation zu schaffen, die Notwendigkeit eines 3D-Röntgenbilds zu sehen. Insofern ist das eine Basismaßnahme und es gilt danach erst zu entscheiden und auch zusammen mit einer sauberen Diagnostik. Ich verlinke dir hier gerne nochmal unsere saubere Basisdiagnostik. Erst dann kann entschieden werden, ob es verantwortungsbewusst und sinnvoll ist, den Aufwand sowohl finanziell wie auch strahlenbelastungstechnisch für dich aufzunehmen. Und dann sind wir nochmal bei der finanziellen Investition für dich. So ein 3D-Röntgenbild ist natürlich eine super innovative Sache und wie auch immer diese innovativen Geschichten eben sind, überall in der Medizin, speziell in der Zahnmedizin, ist es keine Kassenleistung. Es ist Privatleistung, diese Geräte sind super teuer und auch zu Recht eine absolute Innovation für jede Praxis. Und so ein Röntgenbild, so ein 3D-Röntgenbild hat einen Preis zwischen 140 und 300 Euro, inklusive der Auswertung, der Anfertigung und einer Beratung im Anschluss, sodass danach eine Konzeption für deine Behandlung möglich ist. Wenn es darüber hinausgeht,
dann solltest du das hinterfragen. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Unterschied, ob du jetzt nur ganz lokal 1, 2, 3 Zähne im Areal röntgen lässt oder ganze Kiefer oder sogar beide Kiefer 3D auszuwerten sind. Dann ist der Auswertungsaufwand für den Arzt natürlich ungleich höher. Ja, soweit von dieser Stelle. Ich hoffe, du hast da einiges mitnehmen können und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, dein Dr. Christian Schubert.